grüß euch. Schön, dass wir beieinander sind. Seid ihr soweit? Packen wir's. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. Ja, hallo. Heute wieder ein Spiel knapp bis zum letzten Ballbesitz 88, 68 gegen Baunach. Kannst du vielleicht irgendwie versuchen, das chaotische Spiel noch zusammen ein bisschen zusammenzufassen oder eine kleine Analyse zu geben? Ja, das kann ich. Wir haben in der Halbzeit ausgemacht, dass wir einen anderen Weg einschlagen wollen heute. Das war eigentlich unser Plan schon die gesamte Woche. Das hat in der ersten Halbzeit nicht so geklappt. Wir wollten in einer freien Spielweise mehr Freiheiten für unsere Spieler erlauben. Das hat erstmal nicht geklappt. Da war ich auch nicht zufrieden mit unserer Spielweise und mit der Einwechslung von Nico kam ja eben dieser frische Wind und diese Winzen, diese auch eine gewisse Frechheit aufs Feld und wir haben eben von dieser unorthodoxen Spielweise profitiert, was wir auch, wie gesagt, vorhatten über die gesamte Woche, was in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat, in der zweiten Halbzeit durch die Einwechslung von Nico Breuer dann sich ergeben hat. Ja, vor allem defensiv, glaube ich, auch im ersten Viertel haben wir, glaube ich, 36 Punkte für Baunach. Am Ende waren es jetzt nur 86. Also habt ihr da auch was verändert oder hat Baunach einfach nur sehr, sehr starke Wurfquote gehabt im ersten Viertel? Also definitiv hat Baunach stark begonnen. Allerdings haben meine Spieler ein paar Fehler gemacht. Wir hatten gewisse Anweisungen. Man sagt, dass die Zahlen nicht lügen. Die Statistiken der Baunach waren jetzt nicht überragend, was die Dreierquote angeht. Allerdings hat das nicht geheißen, dass wir die frei werfen lassen sollen, sondern nur eine gewisse Vorgabe erfüllen müssen. Das haben die Spieler, meine Spieler, etwas falsch verstanden und umgesetzt. Als wir dann irgendwann mal darauf gekommen sind, niemanden auf dem Feld, gerade den Guards von Baunach, einen freien Raum zu geben, hat es auch besser funktioniert. Trotzdem hatten wir ein knappes Spiel, das hätte auch anders ausgehen können. Das war einfach heute alles dabei, von negativen und positiven Emotionen und Frust und Glück. Und genau das haben wir nun gebraucht, weil wir auch nicht in der Lage sind, jetzt irgendwie mit einer besonnenen Spielweise Spiel zu gewinnen, sondern im Gegenteil, wir brauchen einfach die Emotionen, egal welche. Ja, du sprichst an, der Kampf war heute wahrscheinlich der Schlüssel, gerade im vierten Viertel hat sich jeder reingehauen, auf den Boden geworfen, nach jedem Ball gesprungen, das war wahrscheinlich dann für euch der letzte Push, auch der Glaube an sich selbst dann, oder? Beim ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass das Team oft nicht an sich geglaubt hat, viel gehadert hat mit ihrer Spielweise, aber dann hat sich jeder reingehauen, dann, wo man Führung war, an sich geglaubt und das war dann letztlich der Schlüssel zum Sieg, oder? Ja, das ist dieser Teufelskreis immer, ja. Du kassierst leichte Punkte, dadurch klappt die Offensive nicht, weil man kein Selbstvertrauen hat, wenn man jedes Mal kassiert. Wenn man dann einfache Sachen umsetzt, wie Fastbreak, Ballgewinne und so weiter, dann steigt das Selbstvertrauen natürlich selbstverständlich. Die Jungs haben dann an sich geglaubt und haben immer weitergemacht und wir wurden dafür belohnt. Allerdings war das nicht das erste Mal, dass wir uns geglaubt haben. Wir haben schon viele Spiele, die wir zeitlang gut geliefert haben, dann am Ende dann unglücklich verloren haben. Und heute hatten wir wirklich, fünften Viertel geführt, haben wir nicht mehr nachgelassen. Ganz kurz noch, kurzer Ausblick, ich glaube nächste Woche ist gleich ein Halbspiel. Ich meine gegen den Tabellenelften, das müsste ein Speyer sein. Das ist Speyer. Ja, genau. Und kurzer Ausblick, ihr werdet euch wahrscheinlich wie immer vorbereiten oder irgendwas Besonderes diese Woche. Wir werden nichts mehr Besonderes machen. Wir werden an den Emotionen arbeiten bei uns, wir werden an der Teamchemie arbeiten. Es ist jetzt soweit, wir haben es noch, so verrückt wie es klingt, noch in der eigenen Hand. Es bedarf zwar eine Leistungssteigerung, aber es wäre nicht das erste Mal, dass eine Basketballmannschaft oder irgendeine Mannschaft ein paar Spiele in Folge gewinnt.
mit dem heutigen Sieg haben wir jetzt das Vertrauen im Rücken. Und ich habe jetzt haben sich einige Spieler rauskristallisiert, die bereit sind, diesen Kampf anzunehmen. Und die werden wir mitnehmen. Und wer da nicht mitzieht, wird auch auf der Strecke bleiben. Ja, alles klar, danke. Danke auch. Noch einen schönen Abend.